Boah, ist der sauer. Der ist nicht sauer, das muss so sein. Da es jetzt geschneit hat, geben wir auch sowieso ein bisschen Heu und natürlich von unserem Traubenpresser, den mögen sie sowieso gerne. Wir haben seit 2 Wochen einen Bock, sieht da mit den wunderschönen Hörnern. Das ist ganz ein schöner, ein friedlicher. Jetzt müssen wir uns erst einmal beschnuppern. Hallo zusammen. Die Schafe sind versorgt. Die haben jetzt ihr Futter. Andi ist noch im Weinkeller, hat er gesagt. Da werden wir noch schauen, was er so macht. Ja, es ist einiges gegangen die letzten 2 Wochen bei uns. Die Weihnachtsmärkte sind zum größten Teil durch. Wir haben jetzt diesen Samstag noch einen. Das ist dann unser krönender Abschluss von dieser Saison. Und ja, war eine strenge Zeit. Kühl, manchmal nass am Stand. Aber toll. Und jetzt kommt auch dann hoffentlich eine ruhigere Phase, nämlich ich habe endlich Zeit zum Keksebacken, zum Gutzeln. Denn unsere Kinder fragen schon, wann es endlich die bekannten Vanillekipferl und Spitzbuben gibt. Jetzt gehen wir mal schauen, was Andi so macht. Andi! Was machst du hier? Ich bin am Wein probieren. Oh, da komme ich auch. Hola, ein Glas und dann geht's los. Das ist der neue Jahrgang 2017. Das ist genial gelungen. Trotz wenig Trauben. Ha. Das ist jetzt der Malbec 2017er von diesem Jahr. Mhm. Andi nimmt jetzt mit der Pipette jetzt Wein aus dem Fass. Wie ihr sehen könnt. Ein kleines Muster und ich versuche nicht zu tropfen, aber es funktioniert halt leider nicht. Nein, funktioniert nicht. Das ist für dich. Mhm, danke. Also von der Farbe ist es sehr gut, gefällt mir sehr gut. Nase ist sehr schön. Mhm. Hat aber immer noch eine Heusäure. Ja, das muss so sein. Weil Jungwein im Fass muss immer eine hohe Säure haben, damit die Farbe besser stabilisiert ist und der Ausbau und der Reife geht immer besser mit einer hohen Säure. Sehr gut gelungen. Schön. Der Wein ist jetzt im BSA, das ist der biologische Säureabbau oder die zweite Gärung, wie man auch sagt. Und in diesem Prozess sind Bakterien, die machen aus der Apfelsäure die Milchsäure. Und das ist ganz wichtig, damit der Wein, besonders der Rotwein, seinen Schmelz, das Samtige, die angenehme Säure bekommt. Wir verzichten beim Maiswein auf den biologischen Säureabbau, damit er diese Spritzigkeit behält. Das fruchtig schöne, spritzige. Das ist so richtig gut im Sommer. Die Sommerweine, die haben einfach so eine frische, eine knackige Säure und das muss so sein. Nimmst du eine Probe? Ja. Die Säure kann man messen, also die Anteil Apfelsäure, Milchsäure und Weinsäure kann man messen. Ich nehme jetzt eine Probe und das analysieren wir jetzt. Ich zeige euch wie. Und mit diesen Wattestäbchen hole ich die Probe. Komm mit.
muss ich einen kleinen Weintropfen draufgeben und ja, nicht zu viel. Nächste. Das war jetzt die letzte Probe. Das Ganze kommt jetzt in einer Entwicklereinheit. Das ist so eine Mischung aus zwei starken verschiedenen Säuren. Das Ganze funktioniert so, wenn ich das Fließpapier hier hineinstelle, saugt sich hier unten das Fließpapier voll und zieht dann die Weinmuster mit nach oben. Das saugt sich immer weiter voll und die Säuren haben eine verschiedene Dichte, sind verschieden schwer und die werden aufgeteilt. Also jetzt unten ist, oben ist die, nein, muss ich überlegen, warte mal, oben. Die erste Säure ist die Weinsäure. Die zweite Säure kommt hier, ist Apfelsäure und zu oberst ist dann die Milchsäure, wo angezeigt wird. Okay. Das kommt jetzt hier hinein. Und man sieht schon ganz gut, die Flüssigkeit saugt sich voll und geht ganz langsam nach oben. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch das Ergebnis. Das ist eine Analyse vom letzten Mal. Hier ist ganz gut zu erkennen, zu unterst die Weinsäure, die Apfelsäure und zu oberst die Milchsäure. Und das ist schon ein bisschen verblasst, das ist schon ein paar Tage alt, aber es ist ganz gut zu erkennen, hier hat es noch Apfelsäure, da ist der Säureabbau noch nicht stattgefunden. Da geht aber einiges, hm? Ja. Das geht jetzt 3 Stunden lang, braucht das. Dann ist die Flüssigkeit bis hier oben. Dann kommt es raus und muss über Nacht abtrocknen. Und dann wird es schön blau. Wir sind für heute am Schluss angekommen von unserem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt, etwas über die Säure. Auch sonst werdet ihr noch viel, viel von uns lernen, zu sehen bekommen, spannende Dinge. Und wichtig ist, ja, teilt das, was ihr erfahren habt, mit euren Freunden. Liked und abonniert uns, auch im Facebook, im YouTube, abonnieren. Überall. Die Daumen hoch und erzählt es bitte weiter, was für tolle Geschichten wir euch erzählen. Denn bei uns lernt ihr was. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen danke vielmals und wir verabschieden uns. Tschüss. Miteinander. Ein neuer Tag. Das Papierkromatogramm ist jetzt fertig und man sieht wunderbar, wie die Apfelsäure komplett zur Milchsäure umgewandelt worden ist. Hier bei diesen Weinen hat es Apfelsäure, es hat schon Milchsäure, es ist mittendrin und so weiß ich, wie die Weine sind oder wie die Weine stehen. Ich gehe jetzt ein bisschen Reben schneiden und sage Tschüss.